Mein lieber Apostel, du kennst ja das Werk Gottes. Du weißt, wie es funktioniert. Und du weißt auch, was mit deinem Amt und mit deinem Auftrag verbunden ist. Es geht darum, dem Herrn zu dienen. Wiederum in einer anderen Form, aber es geht immer und immer um den Dienst. Wir wollen die Zukunft vorbereiten und du sollst jetzt ein Helfer werden für den Bezirksapostel. Es ist mir wichtig, dass diese Phase, diese Transitionsphase eine schöne Phase ist und dass die Männer auch Zeit haben, in den neuen Auftrag hineinzuwachsen. Ich meine, der Arbeitsbereich vom Bezirksapostel ist ein sehr großer und sehr unterschiedlicher. Es gibt viele verschiedene Länder, viele, nur die Schweiz von einem Kanton zum anderen, ist ja schon eine andere Welt, habe ich inzwischen mitgekriegt. Und dann gibt es noch viele andere Länder mit jedes Mal andere Kultur, andere Menschen, andere Traditionen. Und es gilt, diese Traditionen, diese Kultur zu kennen, sie zu respektieren und die Geschwister so zu lieben, wie sie sind und sie alle zusammen mitzunehmen in der Nachfolge Jesu auf dem Weg in das Reich Gottes. Und das ist wirklich eine schöne Aufgabe, aber auch eine schwierige Aufgabe. Das kann man nur machen mit dem Heiligen Geist und mit Gottes Liebe. Und das braucht Zeit, dass du dich jetzt einarbeiten kannst. Und ich wünsche dir ganz einfach, dass die Zeit als Helfer so schön ist, wie die Zeit, die ich mit dem Stammapostel Leber hatte als Helfer. Das war eine Show. So schöne Zusammenarbeit. Und ich muss sagen, dass die Periode war nicht zu viel. Es braucht schon was, um in die Funktion eines Bezirksapostels hereinzuwachsen. Und das wünsche ich dir, dass das eine schöne Transitionsphase ist und dass du das Werk Gottes noch in einer anderen Dimension entdecken kannst. So, jetzt bitte ich die Gemeinde, sich wieder zu erheben. Und dir, mein lieber Apostel, stelle ich dir Frage: Bist du bereit, diese Aufgabe wahrzunehmen und an der Seite des Bezirksapostels zu dienen als sein Helfer? Bist du bereit, in Demut und Liebe ihm zu helfen und alle Geschwister, die dir anvertraut sind, in der Liebe zu Jesus Christus zu dienen, zu helfen und zu segnen? Dann gelobe es vor Gott und der Gemeinde mit einem Ja. Ja, aus Liebe. Lieber himmlischer Vater, du hast dieses Ja-Wort gehört. Schenke du jetzt deinen Segen dem neuen Bezirksapostelhelfer. Lass ihn erleben, dass du mit ihm bist. Schenke dem Bezirksapostel und seinem Helfer einen besonderen Segen. Lass die Geschwister erkennen, das ist ein wahrhaftiges Team, ein göttliches Team. Erfülle ihn mit deiner Kraft, erfülle ihn mit deiner Liebe, schenke ihm auch deinen Engelschutz auf seinen Reisen und lass sie gemeinsam eine wunderbare Arbeit leisten und eine Quelle des Segens sein für deine Kinder. Erhöre uns um Jesu willen. Amen. Amen. Damit, mein lieber Apostel, beauftrage ich dich als Bezirksapostelhelfer und gebe dir den schönen Auftrag, deinen Bezirksapostel zu helfen, zu unterstützen, seine Entscheidungen zu verstehen und sie weitertragen. Ihr könnt gemeinsam entscheiden, ihr könnt gemeinsam arbeiten, ihr könnt gemeinsam segnen. Macht alles gemeinsam, dann kann ich garantieren, der liebe Gott wird mit euch sein. Ich wünsche dir und dem ganzen Bezirksapostelbereich viel Freude und viel, viel Segen. Herzlichen Dank dafür. Danke, lieber Stammapostel. Alles, alles Gute.